Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leserfreunde und die es noch werden wollen. Heute ist ein guter Tag und zwar haben wir oder habe ich dank eurer Hilfe die 2000 Abonnenten erreicht. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass so viele Leute oder so zahlreiche Leute bei meinem Gewinnspiel mitgemacht haben. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, es waren 6 Kandidaten dabei, die das nicht in Ordnung finden. Ich weiß nicht, ob die zu viel Geld haben oder ob die mich nicht mögen oder sowas. Es waren auf jeden Fall 6 Leute dort, die das Video nicht gut fanden, aber das spielt keine Rolle. Ich mache trotzdem so weiter, ich lasse mich nicht verbiegen, ich bin immer für euch da. Das solltet ihr mittlerweile wissen, ich gebe mir immer Mühe und ich halte mein Wort, wenn ich irgendwie was verspreche. Und deswegen machen wir heute die Auflösung von dem Gewinnspiel des Lesers. Bevor wir aber anfangen, den Leser zu ziehen, habe ich noch eine Sache, die ich noch mal gerne ansprechen möchte. Und zwar haben wir nicht heute nur einen Gewinner, sondern, ja, ich mache mal mein Handy an und da möchte ich euch gerne mal, ich hoffe, das ist in Ordnung, aber es ist so und so von jedem, ja, ersichtlich, jeder kann das nachlesen. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen, der ja mich irgendwo ein bisschen nachdenklich gestimmt hat und ein bisschen traurig gestimmt hat. Wir leben heute in einer Welt, wo ja man wirklich gucken muss, wie man über die Runden kommt. Und ich habe einen netten Kommentar bekommen oder einen traurigen Kommentar bekommen. Und zwar ist der Kommentar vom 19. Juli. Dort hatte der Martin Müller 5045 mir eine Nachricht zukommen lassen. Ich lese euch das am besten mal vor und dann denkt mal drüber nach. Hallo Leserfuchs, ich schaue mir immer gerne deine Videos an, aber ich habe ein Problem. Ich lese nur in GRBL und nicht in Lightburn. Somit kann ich irgendwie deine Videos nicht an meine Objekte ausprobieren. Und Lightburn kann ich mir nicht leisten, da ich Erwerbsminderungsrente beziehe und somit jeden Cent dreimal umdrehen muss. Ich wünsche Ihnen noch sehr viel Spaß und das mit den Runterladen finde ich nicht gut, denn es ist schließlich ihr geistiges Eigentum. So, es geht zwar noch weiter, aber worum es jetzt geht, ja, dieser gute Mann, der schaut gerne meine Videos an. Im Endeffekt kann er meine Videos überhaupt nicht umsetzen. Und ich bin trotzdem dankbar, dass er mir so einen Kommentar da lässt, dass er mich unterstützt, dass er meine Videos anschaut. Und somit bin ich beigegangen und habe mich mal mit Lightburn in Verbindung gesetzt. Und ich würde gerne den Martin Müller bitten, er soll mal bitte mit mir Kontakt aufnehmen. Er soll mir mal bitte eine E-Mail schreiben. In welchem Zeitraum ist mir ganz egal, aber ich möchte dir gerne helfen. Alles andere werden wir persönlich klären. Wenn du mir eine E-Mail schickst, ich verspreche dir, es passiert da was. Aber das ist jetzt der eine Teil gewesen und ich würde sagen, wir setzen uns gleich mal an den Rechner und dann werden wir den Gewinner ziehen. Ich drücke euch allen ganz, ganz fest die Daumen und bedanke mich bei allen neuen Abonnenten und ich hoffe, dass mein Kanal weiter wächst, dass ich euch noch schöne Videos produzieren kann und ja, es wird noch ein Video kommen. Dann werde ich mich erstmal für 14 Tage in Urlaub verabschieden. Und zwar gibt es immer wieder Probleme mit Testcharts. Und da werde ich nochmal ein kurzes Video machen, wie man das ganz schnell einfach umsetzen kann. Und das würde ich sagen, wird als nächstes kommen. Aber wir gehen jetzt rüber und ziehen den Gewinner. Wir schauen mal, wer da gewonnen hat.
So, meine Lieben, ich bin jetzt hier auf der Seite. Ich habe hier den Link von meinem Video, habe ich dort eingefügt. Wie ihr seht, habe ich hier doppelte Benutzerfiltern abgehakt. Das heißt, jeder, der einen doppelten Kommentar gesetzt hat, der hat nicht mehr Chancen, sondern die anderen werden alle ausgefiltert. So, dann würde ich sagen, wir wollen mal gucken, wer der Gewinner ist und auf geht's. So, so würde ich es auch machen. Gute Sache. Mit ein bisschen Fantasie ist doch eine Uhr in 30 Minuten erstellt. Gewonnen hat der Winnetou 109. Herzlichen Glückwunsch, Winnetou 109. Du hast den Laser gewonnen. Du hast jetzt eine Woche Zeit. Ich würde sagen, bis zum 24. Was haben wir? August. Und wir würden sagen, oder ich würde sagen, bis um 12 Uhr möchte ich gerne von dir deine Adresse per E-Mail zugeschickt haben. Und dann wird der Leser sofort auf die Reise gehen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal vor der Kamera. So, ihr habt gesehen, der Gewinner steht fest. Winnetou, bitte melde dich, wie gesagt, bis zum 24. und 12 Uhr ist Stichtag. Dann möchte ich von dir gerne deine Adresse haben. Ich befinde mich dann allerdings schon im Urlaub, werde aber, weil ich immer zu meinem Wort stehe, was ich sage, ich werde den Leser mit in den Urlaub nehmen und sobald ich von dir deine Adresse habe, geht er aus dem Urlaub zu dir nach Hause und es kostet dich nichts, den Versand übernehme ich, so wie ich das versprochen habe und ich bedanke mich jetzt erstmal nochmal recht herzlich bei allen Abonnenten, auch bei den alten Abonnenten, dass ihr mich so zahlreich unterstützt. Und ich freue mich auf weitere schöne Projekte mit euch und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis bald, euer Laserfuchs. Ciao.